Ja, moin, recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner mit der ModMap. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich. Wir sind hier auf der Meteor, auf der nagelneuen, noch in der Beta befindlichen Hafenkarte. So, nachtanken. Wir haben es angekündigt. Einmal hier voll machen, bitte. Und wir sind jetzt auf dem Weg mit unseren Stahlträgern zur allerersten Brücke. Die muss nämlich repariert... Ja, doch, war hier lang. Die muss nämlich repariert werden. Und für alle, die jetzt gerade ganz frisch einschalten, was ist hier los? Wieso? Was ist mit dem alten Let's Play? Keine Sorge. Das geht ganz nach, ganz normal weiter. Oder nach wie vor weiter. Das hier ist, wie er eben gerade schon gesagt, eine ModMap. Und der liebe André hat mir diese Karte als Exclusive Pre-Test einmal zur Verfügung gestellt und hat gesagt, mach doch mal ein kleines Let's Play oder Review oder was du halt meinst, was da passt. Und ich dachte mir, oh, so ein Let's Play, das würde doch eigentlich ganz gut zu mir passen. Und dann testen wir das Ganze mal aus und versuchen uns mal mit ein paar Missionen. Wir werden gleich vorweg schon... Also ich habe ziemlich Lust, wenn diese Karte dann rauskommt, da dann weiterzuspielen. Ich werde aber jetzt erstmal nicht weitermachen. Also das hier ist jetzt die letzte Folge davon. Weil in den letzten Folgen hatte ich es schon kurz erwähnt oder angerissen. Man wird ein neues Save Game starten müssen. Und auch für mich hier, wenn ich diese Beta-Map hier habe... Ich werde ein neues Savegame starten müssen. Da kommen wir leider nicht dran vorbei. Und aus dem Grund heißt das auch für mich neu anfangen. Sollte ich mich dazu entschließen, das zu machen, dann wird nach wie vor die Hauptmap weitergespielt. Das wird nicht unterbrochen. Da wird es keine... Ja, da wird es ganz normal weitergehen. Punkt. Und das hier kommt halt on top. Mal gucken, wie oft wir das dann schaffen. Denn es ist ein ganz anderes Level. Ist ein ganz anderes Level. Es ist viel schwieriger. Es ist herausfordernder. Hier ist mit mehr... Man muss mehr vorausschauen und überlegen, schaffe ich das? Schaffe ich das nicht? Und das... obendrein eine wunderschöne Karte ist, bin ich da wirklich guter Dinge, dass das passieren wird. Aber das nur schon mal so erwartungshaltungstechnisch. Wo ist denn der vierte Teil? Wird da vermutlich... Oder vielleicht machen wir mit dem vierten Teil weiter. Also mit dem... Wir werden diese Serie hier weiterführen und dann der vierte Teil ist dann der Release-Start. Vielleicht machen wir es so. Ich weiß es noch nicht. Lasst euch diesbezüglich auf jeden Fall einfach überraschen. So. Wir müssen... wir haben schon ordentlich zu kämpfen. Wir haben schon ordentlich zu kämpfen. Wie gesagt, wir befinden uns in der Beta. Das heißt, manche Dinge könnten sich hier durchaus noch ändern. Insbesondere auch, wo Fahrzeuge stehen und so. Also, wenn ich das jetzt hier gerade so vormache, wundert euch nicht, wenn es dann im Nachhinein anders aussieht. Nicht, dass ihr dann sagt, ja, aber du hast es doch so gemacht, ich habe es genauso gemacht und dann war da aber kein Anhänger mit Stahlträgern drauf. Dann müsst ihr halt gucken, was in den Quests steht, was in den Aufgaben steht. Kann ja durchaus sein, dass es noch weiterhin so bleibt, ne? Also das wollte ich jetzt damit nicht ausschließen. Ich wollte nur sagen, genießt das mehr, so die Umgebung, was es gibt. Und das soll jetzt hier kein, so müsst ihr es machen, Video werden, ne? Auch kein Review oder so. Aber das hatte ich auch schon gesagt. Mehrmals.
Am besten schaut euch einfach auch die Folge 1 und Folge 2 an. Dann seid ihr auf jeden Fall informiert. Muss ich nicht alles dreimal wiederholen. Nicht? So. Der gute alte Azov beweist sich immer wieder. Ich habe den genommen. Auch da nochmal. Ich konnte den ja... Jetzt wiederhole ich mich doch. Nee, ich lasse es. Also, ich habe den genommen, weil der ja hinten auch noch den Kran drauf hat. Ordentlich was wegziehen kann. Nicht so schnell umkippt. Und ist eine schöne Maschine. Ist eine wirklich tolle Maschine. Gibt auch noch bessere mit Sicherheit. Aber ich mag den Azov. Ich mag ihn einfach. Frag mich jetzt bitte nicht nach der Nummer. Keine Ahnung. Azov 64 oder sowas ist das. Steht das hier drauf, wenn man den... 64131 für alle, die den hier noch nicht kennen. Russische Maschine. So. Wir müssen eigentlich gleich mal hier gucken, rechts, was da eigentlich ist. Ja, ich glaube, wir können mal wieder einen normalen Gang fahren. Der ist ja bei dem Azov hier sowieso auf 40 km/h oder ich meine 40 km/h oder sowas begrenzt. Was geht denn hier eigentlich? Okay, da geht's da hoch. Da ist irgendein Hangar. Ist das Artillerie oder was? Ich kann es nicht genau erkennen. Irgendwas ist hier. Aber gut, da fahren wir jetzt... das können wir hier wegmachen. Da fahren wir jetzt mal nicht lang. Denn ich würde ganz gerne in der Folge eigentlich die Brücke fertig bekommen. So dass wir uns vielleicht nochmal ein bisschen was anschauen können. Oder auf jeden Fall in dieser Folge die Brücke fertig bekommen. So dass wir uns vielleicht mit Glück nochmal was anderes anschauen können. Aber das müsst ihr auch mal... Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der Karte haltet. Wie findet ihr den Detailgrad? Also ihr seht ja, ich versuche immer so ein bisschen rumzuschwenken und dann nochmal die Kamera wieder ruhig zu halten, so dass ihr ein bisschen was sehen könnt. Ich habe echt viel schlimmere Karten gesehen. Viel schlimmere Karten. Das ist schön gemacht. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das da unten schaffen. Da waren wir eben gerade ja so ein bisschen komisch hängen geblieben. So, einmal hier mit mehr oder weniger Schmackes durch. Jetzt gucken wir mal. Wir wechseln mal in den Lastengang. Jetzt muss man natürlich hier aufpassen, dass wir nicht umkippen. Oh. Verdammt. Ich will nochmal ein Stück zurück. Was macht er? Okay, hätte ich jetzt... Ich hätte gedacht, dass wir jetzt hier wirklich kämpfen müssen. Aber ist nicht. Läuft. Nice. Sehr gut. Also hier würde ich halt schon echt ganz gerne mal... Ich weiß, ich habe das schon mal in... Ich weiß nicht, in Folge 40 irgendwas, 40 plus oder so, habe ich das schon mal angerissen und da kamen ja auch ein paar Kommentare diesbezüglich. Es wäre schon toll, wenn man aussteigen könnte und mal zu Fuß auch ein Stück laufen könnte. Und hier höre ich jetzt gerade mal auf zu erzählen. Denn hier würde ich mich ganz gerne ein bisschen konzentrieren. Denn das sieht hier ganz schön steil aus. Ja, guck mal. Komm, wir fahren einfach. Gib Gummi. Gib Gummi. Läuft. Passt. Okay.
Denn ich würde echt gerne mal aussteigen und mir das so ein bisschen genauer anschauen. Ich meine, ja klar, du kannst dich in einen Scout setzen und dann kannst du da entsprechend auch nahe ranfahren, aber ist doch nochmal irgendwie was anderes. Und das Spiel hat es verdient, sich genau anzuschauen, denn der Detailgrad ist ja da. Vom Spiel her, meine ich jetzt. Aber auf der Karte ja so oder so. Und ich meine, das ist eine Mission, die wir gerade machen, ne? Nur mal, um wieder zurück zur Karte zu kommen. Das ist eine einzige Mission, die wir hier gerade machen. Und wie lange sind wir jetzt unterwegs? In der ersten Folge, also in der ersten Folge haben wir ja noch auf der alten Karte gemacht. Ne, da war das so, fand ich, recht zügig. Und wir hätten natürlich die Teile auch von der anderen Karte holen können, die Stahlträger. Ja, okay, richtig. Ja, korrekt. Aber zumindest war ja die Aufgabe, hey, da ist ein Trailer hinterlegt, hol den mal. Also, wir sind da schon on track. Und in der zweiten Folge haben wir komplett den Weg zum Hafen gebraucht. Und jetzt sind auch schon wieder fast 15 Minuten rum. Und wir sind auf der Hälfte oder so von dem Weg hier. Es ist also anspruchsvolle Mission. Ah, jetzt sind wir hier beim Hangar oder beim Heliport. Ich glaube, so heißt der hier genau, Heliport. Und da können wir ja, weil wir die eine Mission nicht gemacht haben, oder ja, doch nicht gemacht haben, nicht durch. Jetzt nochmal, dachte ich mir, vielleicht schaffen wir es hier durch das Wäldchen. Guck mal hier. Das sieht doch so aus, als könnte man hier einmal durch. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, nice. Perfekt. Da würde ich eher, dass wir nicht eher hier lang fahren, damit wir nicht umkippen können. Na, also wie gesagt, du musst ein bisschen anders denken. Oder ich finde, man muss sich das Ganze so ein bisschen anders, aus einer anderen Sichtweise betrachten. Sonst geht's immer, fahr lieber da lang, damit du nicht im Schlamm stecken bleibst. Umkippen wird wohl eher seltener passieren. Ja? Ich meine, ja, mir ist das oft passiert. Richtig, aber ich fahre ja auch wie die gehängte Sau. Ja? Und hier muss man wirklich gucken, lieber fahre ich durch den Möttgen, durch den Schlamm, als umzukippen. Also es ist genau umgekehrt, man muss sich das anders anschauen. Und das, finde ich, ist das Interessante, weswegen man auch durchaus sagen kann, die spielt man beide. Man spielt beide Karten gleichzeitig. Also nicht gleichzeitig im Sinne von mit zwei Computern natürlich, ja, ist klar. Aber nur so die ein Stündchen die Meteor und dann wieder so ein oder zwei Stündchen die andere. Und dann, glaube ich, hat man da eine ganz gute Balance drin. Ne? Ich meine, du kannst natürlich auch nur eine Karte spielen, bitte. Fühlt euch da jetzt nicht in die Empfehlung gedrängt, das so im Wechsel zu machen. Einige, oder was heißt einige? Viele sind ja mit Sicherheit auch deutlich weiter wie ich jetzt gerade auf der Hauptkarte. Allein durch die 5 Monate. Ich glaube, 5 Monate habe ich ein Päuschen gemacht, waren es 5 oder 6. Also, ne? Da kommt der eine oder andere schon, sieht das da vielleicht sogar auch zum zweiten Mal, ne? Seitdem man ja auch Speicherslots haben kann. Kann man ja durchaus. Oder glaube ich zumindest. Ich habe es noch nie ausprobiert. Aber du kannst auch auf einen anderen Speicherslot auch eine andere Mission. Auch eine andere Kampagne spielen, oder? Oder sind die Speicherslots nur für die Modmaps? Nee, das glaube ich jetzt nicht so. Ich weiß es nicht. Ui. Jetzt habe ich was gesagt.
Ohne Wissen. Ohne Wissen und Verstand. Ohne Wissen und Verstand hat er jetzt irgendwas behauptet. Moment. Ich wollte nochmal hier nämlich gucken, das habe ich nämlich vorhin gesehen. Es gibt ja hier auch noch einen anderen Weg. Und das sieht nämlich besser aus. Dann müssen wir nicht hier einmal durch, sondern wir fahren hier den Weg hoch. Hier entlang. Ich hoffe, da über die Brücke kommen wir drüber. Und dann können wir das nämlich hier abgeben. Sehr gut. Dann müsste das jetzt hier hoch sein. Oh Mann, der Wendekreis, ey. Jedes Mal aufs Neue. Jedes Mal aufs Neue. Der André hat mir erzählt, weil ich ihm auch mit ihm kurz gesprochen hatte und habe ihm so erzählt, wow, ey, echt mega geile Karte. Und dann sagte, hat er ein bisschen auch erzählt, was er so gemacht hat. Und er sagte, es sind über 5000 per Hand platzierte Gegenstände. Objekte. So, Objekte. Also, ne, Bäume, das ganze Deko-Zeug. Und dann hat er sich die Mission überlegt. Das muss man dann schon mal respektieren. Da hat sich jemand echt viel Arbeit, viel Mühe gemacht. Sehr, sehr, sehr cool. Haben wir nicht geschaut, ob die Brücke... Ja, okay. Die Brücke sieht gut aus. Können wir einmal wieder hochschalten. Oh, da flickern die Texturen. Seht ihr das? Das muss ich ihm nochmal sagen. Schau dir das mal an. Da flickern die Texturen. Flackern? Flickern? Flackern. Da flackern die Texturen. Aber wie gesagt, ist eine Beta. Und selbst nach dem Release habt da nicht die Erwartung, dass alles, das ist, wie gesagt, André ist ja alleine, ist nur eine Person, der macht sich da die Mühe und in seiner Freizeit und geht das durch. Das muss man respektieren, dass es dann da durchaus auch nochmal ein Fehlerchen sein kann. Ja? Das ist ganz wichtig. Und am besten einfach ihn anschreiben. Also auf Mod.io unten einen Kommentar drunter und sagen, ey, vielen Dank, ich habe an der und der Stelle den und den Fehler gefunden. Ich weiß nicht, ob man da jetzt auch in die Kommentare einen... da oben ist die Brücke. Da ist sie. Und da müssen wir jetzt hoch. Ich weiß nicht, ob man da auch Fotos irgendwie anhängen kann, aber ihr werdet es schon schaffen. Und dann helft ihr ihm ja auch dadurch. Ich will hier jetzt nicht mein Fahrwerk kaputt machen. Läuft. Sehr cool hier mit der eingebrochenen Brücke da unten, der ganze Schrott, der da rumliegt. Baumstämme. Also sehr, sehr gebirgiges, sehr gebirgige Karte. Terrain wollte ich gerade sagen. Sehr gebirgiges Gebirge. Okay, hier, ne, einmal nochmal auf den letzten Metern mir die Reifen natürlich kaputt gemacht. Klaro. So, wieder hier einmal umsetzen. Man müsste eigentlich die, ich weiß nicht, ob das geht. Die Config von diesem Traktor hier einfach mal ändern, dass der mal ein bisschen besseren Radius hat. Ich kann das fast nicht glauben, dass das... Komm schon. Dass das der Realität entspricht. So ein schlechter Wendekreis. Aber gut, ich bin auch absolut kein LKW-Experte.
Meine Güte, da muss schon was passieren, damit so eine Betonplatte hier einfach mal wegbricht. So, da sind wir angekommen. So, also, dann geben wir das doch einmal ab. Und er rollt. Okay. Also, das konnten wir einmal abgeben. Nice. Und da baut sich die Brücke zusammen. Ist immer wieder nett mit anzusehen. Und oh, wir sind noch gar nicht fertig. Wir brauchen noch was. Was brauchen wir denn noch? Betonplatten und Zement. Ey, jetzt wirklich. Ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass wir Zement und Betonplatten brauchen und die jetzt hinten noch drauf liegen. Ich habe nur das gemacht, was in der Aufgabe drin stand. Oder ist das nicht? Ich drücke gerade F und es passiert nichts. Ist das kein Beton da hinten? Das ist doch Beton. Moment, was? Jetzt bin ich verwirrt. Keine Fracht zu verladen. Ein Zement verfügbar. Könnte es sein, dass der zu weit da hinten drauf liegt? Okay, warte mal. Wir probieren was aus. Anhänger lösen. Falsch. So. Hallo, du sollst nicht abhauen, mein Freund. Du sollst schön hier bleiben. Einige wissen jetzt auch wohl schon, was ich vorhab. Moment. Schnell raus. Handbremse. Ich hab die Handbremse nicht angezogen gehabt. Ich dachte, es geht so. Hallo? So. Dann gehen wir hier einmal raus. Handbremse lösen, das hier lösen. Dann das hier. Okay, ja, das wäre jetzt auch beinahe in die Hose gegangen. So. Das haben wir. Kran wieder zurücksetzen. Hoffentlich klappt das jetzt. Ich will den richtig drunter setzen. So, damit der nicht zu viel rumwackelt, wenn ich den jetzt ankoppel. Anhänger ankoppeln.
Fracht verladen. So, jetzt bin ich gespannt. Hoffentlich klappt das. Oh, okay. Ich kann den Zement, der verfügbar ist, allerdings... Oder muss ich den auf die andere Seite da drüben hinbringen? Das kann ich jetzt nicht so ganz glauben. Hm. Vielleicht auch noch ein kleiner Fehler. Bin mir nicht sicher. Oder ich mache gerade einen gewaltigen Fehler. Und das ist... Aber das ist doch Zement, oder? Das ist doch Zement. Bin mir auch ganz sicher. Building Materials. Ja, ja, das ist Zement. Das ist Zement. Den kann ich nicht abgeben. Weiß nicht, ob ich den jetzt da drüben abgeben müsste, damit ich den abgeben kann. Dann müssten wir uns natürlich jetzt nochmal auf den Weg machen und das darüber hinbringen. Werden wir aber nicht mehr in dieser Folge machen. Ja, hier nochmal an der Stelle ein kleiner Nachtrag. Und zwar, es reicht einfach, wenn man auf Zement klickt. Das ist ein Feature von SnowRunner, hat nichts mit der Map zu tun. Wusste ich noch nicht, kannte ich noch nicht. Jetzt wisst ihr es auch. Also, wie gesagt, die Karte ist noch im Beta-Status. Muss man hin und wieder noch vielleicht ein paar Sachen ändern. Wichtig ist aber, dass es grundlegend schön gemacht ist. Schöne Idee. Schön viele Details, damit kann man mich persönlich immer total catchen, das kann jeder anders sehen. Auch die Missionen sind sehr herausfordernd. Da hatten wir jetzt also eine halbe Stunde für eine Mission. Das ist schon ordentlich, ne? Nichtsdestotrotz, wenn ihr dieses Video jetzt hier am 26. seht, dann ist die Karte noch nicht veröffentlicht. Einfach einen Like und Subscribe da lassen bei mir hier auf dem Kanal. Und wenn die Karte veröffentlicht wird, dann wird es auch ein Video von mir geben, in dem wir dann durchaus von vorne anfangen. Und somit werdet ihr dann auch automatisch informiert darüber, ob die Karte oder wann die Karte veröffentlicht ist. Ne? Ganz einfach. Ich werde auf jeden Fall euch informieren, wenn es soweit ist. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese drei Folgen. Wie gesagt, ich würde eigentlich gerne viel, viel mehr Folgen jetzt noch machen. Macht aber keinen Sinn, weil ich einfach auf das Save-Game warten muss, damit ich nicht wieder von vorne anfangen muss. Und ich glaube, das könnt ihr auch verstehen. Ne? Würde euch genauso gehen, hat man keine Lust, nochmal alles zu machen. Und aus dem Grund warten wir, bis der André damit fertig ist. Und dann wird es umso besser noch sein. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir, wie gesagt, ein Like und Subscribe da lasst. Schreibt in die Kommentare, was ihr von der Karte haltet, ob ihr euch drauf freut. Und ihr findet die Karte, den Vorgänger, die Meteor auf Mod.io. Aber fangt noch nicht an, denn ihr könnt sonst nicht auf der Hafenkarte weiterspielen mit demselben Savegame. Das wäre wirklich schade. In diesem Sinne, macht's gut, meine Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao.